Brot ist das traditionelle Grundnahrungsmittel und das gilt natürlich auch für das Bio-Angebot der Hoflieferanten. Die dunkle, kraftvolle Kruste eines frischen Brotes signalisiert Energie und Ursprünglichkeit. Johann Bachleitner aus Weistrach im Mostviertel hat in seiner Biohofbäckerei ein feines Sortiment an Brot, Gebäck und Süßspeisen entwickelt. Verschiedene Getreidesorten kommen überwiegend in Top-Qualität aus dem eigenen Betrieb. Denn kurze Transportwege sind ein wichtiges Anliegen der Bioproduzenten. Vom Mahlen des Getreides bis zum fertigen Produkt wird hier die Herstellung großteils in Handarbeit erledigt. Auf die Mischung kommt es an, besonders bei der Zusammensetzung des Teiges. Die kreativen Mitarbeiter haben für diverse Brote spezielle Rezepte entwickelt. Alles natürlich in Bio-Qualität. Geschickte Hände kneten, formen und flechten die traditionellen Produkte. Damit zum Frühstück frisches Brot auf den Tisch kommt, wird auch hier schon ab Mitternacht gearbeitet. Aber das tut der entspannten Stimmung keinen Abbruch. Die einzelnen Arbeitsvorgänge sind optimal aufeinander abgestimmt und enden allesamt im Ofen. Der speziell für diese Backstube entwickelte Ofen ist der besondere Stolz der Biohofbäckerei. Mit einer Hackschnitzelheizung ausgestattet, wird er umweltschonend befeuert. Seine Eigenheiten geben dem Bachleitner Brot die ganz vorzügliche Backqualität. Lohn der Arbeit sind dann die köstlichen vollbiologischen Backwaren. Der Bachleitnerhof ist auch Stützpunkt des Biomobils. Das beliebte fahrende Biogeschäft versorgt Haushalte im Mostviertel mit den Produkten der Hoflieferanten. Das Biomobil erspart mit den Kunden Zeit und der Umwelt zahlreiche Einkaufsfahrten in urbane Zentren. Hoflieferanten wurden auch ausgezeichnet mit dem Nachhaltigkeitspreis 2010. Was ist Ihnen besonders aufgefallen bei den Hoflieferanten als Teilnehmer dieses Preises? Also für mich war es einfach wirklich ein Geschenk, so eine Firma betreuen zu können, weil einfach, wie soll ich sagen, denen habe ich über Nachhaltigkeit nicht viel erklären braucht, sondern es war wirklich ein Schätzeheben. Das hat mich sehr beeindruckt. Sehr viel Wertschätzung von den Mitarbeitern, aber auch von den Geschäftsführern. Das Erfolgsrezept habe ich erkannt, eigentlich, dass die Leute sehr stark auf ihren Stärken aufbauen, die Schwächen mitnehmen. Ja, aber es ist der Fokus immer sehr stark, was kann der Einzelne. Und das ist sicher eins der Erfolgsrezepte. Wie lebt man Nachhaltigkeit? Ja, Nachhaltigkeit hat natürlich mehrere Bereiche, aber ein spezieller Bereich ist natürlich, dass man wieder unter Mitarbeitern, die sehr wertvolles Kapital sind im Betrieb, beziehungsweise auch für verschiedenste Kundenberatungen immer wieder zur Verfügung stehen, dass wir sehr offen und fair mit unseren Mitarbeitern umgehen und den Mitarbeitern auch sehr viel Verantwortung übertragen, aber das auch sehr schätzen. Und die Mitarbeiter eigentlich unsere Stärke sind, weil sie einfach so gut mit unseren Kunden zusammenarbeiten. Weiterbildung wird bei uns natürlich auch forciert und ich kann das ja natürlich da mit einbringen und ich habe ein Jahr lang halt daran gearbeitet, dass ich jetzt diplomierte Ernährungstrainerin sein darf. Es gibt immer noch die Diskussion, ist Bio teuer? Bio ist preiswert und auf jeden Fall gesünder und deshalb besser als konventionell.